Ja, schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Pressevertreter. 1583 Zuschauer haben das heutige Heimspiel am 1. Juni gegen den SC Magdeburg gesehen und haben einen Halbzeitstand von 12:17 und ein Endergebnis von 30:44 gesehen. Ich darf ganz herzlich begrüßen und auch zu den Punkten beglückwünschen den Trainer vom SC Magdeburg, Bennett Wiegert. Bennett, dein Fazit. Ja, guten Abend. Ah, ist schwierig, ist wirklich komisches Gefühl, jetzt hier die richtigen Worte zu finden, weil ich schon weiß und wusste auch schon vornherein, wie wir hier herfahren, in welcher Situation oder was dieses Spiel für Minden bedeutet. Das möchte man als Gegner auch nicht, das müssen Sie mir glauben. Ich versuche jetzt mal nicht so viel über das Spiel zu sprechen, eher darüber, wie es mir damit ging, der mit Handball aufgewachsen ist, in B- und A-Jugend hier Endspiele absolviert hat in Minden. Und dann ist das für mich eine Mannschaft, die ich persönlich subjektiv in der Bundesliga gerne sehen möchte. Und drücke da auch alle Daumen, dass das dann schnellstmöglich wieder gelingt. Aber ich vertrete ja die Interessen des SC Magdeburg und wir sind auch in einer Situation, wo wir um jedes scheiß Tor spielen, weil die Bundesliga so verdammt eng und so verdammt hart ist. Und trotzdem weiß ich schon, was das für den Verein, für das Umfeld, für den Traditionsverein GWD Minden bedeutet. Und bin da auch emotional sehr nahe bei Frank, der ja so viel investiert hat, so stark gearbeitet hat. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass sein Abstieg mit dem Klassenerhalt belohnt wird, weil die sensationelle Arbeit, die er hier einfach über Jahre geleistet hat und wo ich oft gesagt habe, das ist mindestens genauso wert wie ein Titel, wenn nicht sogar eine deutsche Meisterschaft, mit GWD die Klasse zu halten. Und dann tut es mir einfach unendlich Mitleid, dass es in dieser Saison nicht gereicht hat. Mehr möchte ich heute auch über das Spiel nicht verlieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Bennett Wiegert, für diese mitfühlenden Worte. Und ich glaube, wir können auch sagen, wir wünschen euch viel Glück für die deutsche Meisterschaft. Ja, zu unserem Trainer Frank Carstens. Frank, dein Fazit. Ja, erstmal danke für die Worte, Benno. Glückwunsch zum verdienten Sieg. Zu den Leistungen im Moment, denn ihr habt ja auch ein paar Sorgen, die ihr kaschieren müsst mit eurem Kader, mit den Verletzungsausfällen und das in einer sehr intensiven Saisonphase. Das ist schon beeindruckend gewesen. Wir haben das gesehen in der Analyse vorher, wie konzentriert der SCM auftritt, auch heute. Man konnte immer wieder einige Elemente sehen bei uns, die funktioniert haben. Wir haben ganz vernünftige Deckung hingestellt in der ersten Halbzeit, haben dort Bälle gewonnen. Malte konnte wichtige Bälle parieren, freie Bälle parieren. Und wir konnten darüber ein paar Konter laufen. Wir haben auch den ein oder anderen Zweikampf so gestaltet, wie wir das wollten, haben aber leider dann im Angriff unsere Möglichkeiten nicht nutzen können. Sehr viele Fehlwürfe in der ersten Halbzeit schon gehabt. Technische Fehler im Tempospiel. Ich glaube, das war in Ost und West gleich. Im Tempospiel springt man nicht ab, wenn man nicht eine klare Chance hat. Wir machen es gleich dreimal in Reihe. Also das ist schon sehr kreativ gewesen. Aber das war unser Plan in den letzten Wochen. Wir mussten nach dem Ausfall Pitschkowski ein bisschen weg von der Handballkultur, ein bisschen hin zum Wildwest. Wildwest haben wir heute versucht zu kultivieren. In Phasen, in denen das aufgegangen ist, sind wir auch aufgekommen, sind dann in der zweiten Halbzeit auf zwei Tore ran. Und natürlich wächst dann Hoffnung. Ich hatte den Eindruck, auch in der Halle war das so ein bisschen zu spüren. Aber dann hat der SCM einfach mal eiskalt zurückgeschlagen und hat hier mal kurz angeruckt und klargemacht, wie das hier zu laufen hat. Und wir hatten da nichts entgegenzusetzen. Das muss man klar sagen. So, und jetzt sind wir abgestiegen. Jetzt ist das, was sich seit Wochen abzeichnet, Fakt. Und da brauchen wir jetzt auch heute hier nicht nochmal groß heulen, sondern ich glaube, die Entwicklung, die hat sich in den letzten Wochen abgezeichnet oder in den letzten Monaten. Und jetzt haben wir eben das finale Resultat. Wichtig wird jetzt sein, dass wir nochmal zwei vernünftige Leistungen abliefern und uns hier vernünftig aus der Liga verabschieden. Dankeschön. Ja, vielen Dank.
Selbstverständlich schließe ich mich auch den Wünschen von Benno an, dass ihr maximal erfolgreich seid am Ende und die Titel holt, die ihr euch vorstellt oder die Platzierung macht, die ihr haben wollt. Also sprich Platz 1 in der Liga und Platz 1 in Köln, ist ja klar. Ja, vielen Dank, Frank Haasens. Kurzer Blick in den Bereich der Pressevertreter. Noch zusätzliche Fragen? Dann machen wir es nicht länger als notwendig. Letztes Heimspiel steht an am Sonntag, 11. Juni, 15.30 Uhr gegen den VfL Gummersbach. Würde mich freuen, wenn wieder viele Zuschauer da sind. An euch beide vielen Dank. Bennett, gute Heimfahrt und tschüss.